Im heutigen Video geht es um das Thema provisorisches Füllungsmaterial aus dem Internet. Taugt es was? Kann man da vielleicht mal für eine kurze Zeit einen Notfall überbrücken, wenn ihr im Urlaub seid oder so? Wir testen es auf jeden Fall für euch. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Und mein Name ist Jöran Felkner. Und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Aber bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, haben wir noch eine kurze Bitte an euch. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr Lust habt, dass ihr nichts mehr verpasst, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Also, wir waren mal wieder für euch shoppen und haben im Internet dieses tolle Produkt entdeckt. Ein provisorisches Füllungsmaterial, was in Notfällen angewendet werden kann. Kostenfaktor knapp 10 Euro. Und wir würden es einfach mal für euch testen. Nur mal kurz zum Namen. Genau, nennt sich Dentemp. Reparaturset für lockere Kronen und verlorene Füllung. 12 Anwendungen. Schnelle Hilfe, bis Sie zum Zahnarzt gehen können. Also im Vergleich zum letzten Produktvideo, was wir gemacht haben, ist es wenigstens mal also eine ordentliche Verpackung, oder? Was haben wir zuletzt gemacht? Das letzte war diese wunderschönen Veneers, die wir getestet haben. Wahrscheinlich. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr es auf jeden Fall noch mal anschauen. Ja. Das war ein tolles Produkt auch. Und für heute haben wir ein Modell vorbereitet. Da ist ein kleines Löchlein rein präpariert. Und momentan ist das Löchlein mit einem Inlay versorgt, falls ihr noch nicht wisst, was ein Inlay ist. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Letztlich ist ein Inlay eine keramische Restauration und die nehmen wir jetzt mal aus dem Zahn heraus, die ist nicht festgeklebt, und versuchen mal das Produkt anzuwenden. Genau, aber vorher würde ich vielleicht nochmal einmal gucken, was hinten überhaupt draufsteht, oder? Wie wir das anwenden sollen, soll ich das nochmal? Ich weiß nicht, ob da vielleicht so ein Beipackzettel drin ist, kannst du ja mal aufmachen sonst. Ja, dann machen wir das mal. So. Also. Mhm. Ah ja. Geil. Haben wir hier mal schon so einen kleinen Picker da drin? Ja, das kleine Döschen. Und eine Dose. Und ist da ein Zettel drin? Nee, deshalb würde ich es nochmal. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber also um eine verlorene Füllung zu ersetzen und um lockere Kronen wieder zu zementieren. Wir fangen ja mit der Füllung an, ne? Da steht Hände waschen, Hohlraum mit warmem Wasser ausspülen, nicht trocknen, feucht lassen. Mit dem Applikator eine kleine Menge des Materials aus der Dose entnehmen, mit den Fingern zu einem Ball formen und fest in den Hohlraum drücken. Das Material durch Abstreichen an der Zahnkante vom Finger entfernen, den Finger nicht gerade nach oben heben, da sich das Material so am Hohlraum lösen könnte. Mehrmals Zähne aufeinander beißen, um den richtigen Biss zu gewährleisten. Überschüssiges Material entfernen und den Mund gut mit Wasser ausspülen. Danach 2 Stunden nichts essen. Das ist natürlich die wichtigste Aussage beim Zahnarzt. Das wissen wir alle, 2 Stunden nicht essen. Ich habe uns eigentlich so ein bisschen was vorbereitet, aber das ist vielleicht nicht repräsentativ, weil ihr habt ja zu Hause auch keine zahnärztlichen Instrumente. Also nehmen wir vielleicht, du bist schon mittendrin, ne? Wir müssen den Zahn noch befeuchten, haben die gesagt. Das riecht nach Zahnarzt, das riecht nach Eugenol, nach Nelkenöl. Das kennt ihr vielleicht, das ist der typische Zahnarztgeruch, wenn man also Zahnarztpraxen reinkommt. Wir haben nämlich auch Materialien, die Eugenol, also so Nelkenöl enthalten. Genau, das macht man meistens oder das kann man verwenden, weil es eben schmerzlindernd und wie soll man sagen, hört auch schmerzlindernd. Ich glaube bakteriostatisch, also es hemmt das Bakterienwachstum. Naja, und wenn man so leichte Beschwerden hat, kann es manchmal eben auch diese Beschwerden so lindern, aber eigentlich ist ein bisschen oldschool. Ja, genau. Aber danach riecht es halt maximal. Aber wobei diese Verpackung eigentlich ganz cool ist, glaube ich, wenn man das wirklich 12-mal nehmen kann, dann kann man es ja eigentlich schön verschließen und passt ja auch in jede Tasche rein, eigentlich nicht schlecht. Soll ich mal was holen, um den Zahn etwas anzufeuchten? Ja, mach das mal. Alles klar, ich habe ein bisschen Wasser geholt, um den Zahn zu befeuchten. Alles. Wir haben natürlich auch andere Materialien hier, aber es soll ja irgendwie ein bisschen, was man auch zu Hause testen könnte. Okay. Genau. Zahn ist befeuchtet. Genau, und dann soll man ja mit den Händen so einen kleinen Ball formen. Der ist, aber ihr seht es schon, ne? Seht es an meinem. Ist ganz schön klebrig, ja. Das ist super klebrig, was ja an sich nicht schlecht ist, aber jetzt zum Rausmachen ist ein bisschen. Also, ja, sind ganz schön. Also. Ist es überhaupt möglich, einen Ball zu formen? Das meine ich, ja. Also, ich kann schon so hier vielleicht. So hier. Das kann man schon machen. Und dann haben die ja gesagt, sozusagen, dass man es dann abschmiert hier rein. Und dann nicht nach oben wegziehen, sonst wird es wahrscheinlich hängen bleiben, sondern nur so hier. Genau, und da würde man jetzt ja so ein bisschen zusammenbeißen, aber man merkt schon, das Zeug. Ganz schön klebrig, ja? Ja, also nicht so schlecht. Das ähnelt so ein bisschen, die Kollegen unter euch werden es kennen. Kavit nennt sich das. Das ist auch so ein provisorisches Füllungsmaterial, ist dem in der Konsistenz und so und wie sie es verarbeitet. Hier jetzt zieht es zum Beispiel jetzt ehrlicherweise ein bisschen an. Gar nicht so unähnlich. Man sieht auch schon jetzt, ich meine, wir haben jetzt die 2 Stunden gewartet, aber man sieht schon. Bröselt schon ein bisschen, ne? Ja, ne? Also. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass bei Kavit, das ist jetzt nicht für Zähne, die noch leben, sondern für wurzelkanalbehandelte Zähne, sollte man nicht am lebenden Zahn anwenden. Boah, das ist echt hier, guck mal. Das ist das schon ja so richtig so. Aber jetzt lässt sich das abbröckeln, ne? Ja. Okay. Dann lass uns das mal anschauen.
Ja, ist schon nicht schlecht, muss man sagen, ne? Ja, ja. Okay. Und möchtest du halt auch noch eine Krone festmachen? Ja. Also das war das erste, ja, wir kommen ja dann danach nochmal gleich zum Fazit, aber das war das erste, nur diese, also wie sich das von der Füllung applizieren lässt. Ich würde wirklich denken, wenn man so ein einfaches Loch irgendwo hat, kann man das bestimmt so rüberschmieren, sag ich mal. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so schlecht machen. Und bei einer Krone wäre ja dann die Idee, müsste man ja, also ich kann mal hinten lesen, wie die es beschreiben, aber sie werden es wahrscheinlich anders beschreiben. Genau, Hände waschen, Krone vorbereiten, indem sie vorsichtig so viel alten Zement wie möglich aus dem Inneren der Krone entfernen. Gut ausspülen, Zahnpartie mit Wasser sauber spülen, feucht lassen, bevor das Material aufgebracht wird, die Krone zunächst wieder auf den Zahn setzen, sicherstellen, dass sie richtig sitzt, falls sie es nicht klappt, vorher nicht fortfahren, suchen sie ihren Zahnarzt auf. Genau, also genau, ist nur provisorisch, wenn ihr beispielsweise eine provisorische Krone hattet oder wenn eure definitive, also die Krone, die eigentlich die endgültige Krone ist, wenn die irgendwie verloren geht und ihr seid im Urlaub und wollt es irgendwie befestigen, dafür ist es gedacht. Also das Zeug klebt ja super, also von dem her, ich denke, es wird auch genauso gut funktionieren, würde man wahrscheinlich dann auch wieder quasi einmal hier abschmieren und dann draufdrücken. Ah gut, bei dem, das sitzt am Modell, glaube ich, dass das so ein bisschen schlecht sitzt, weil ich glaube, das würde eigentlich, also so wie das jetzt schon an meinem Finger klebt, würde es eigentlich Sinn machen, dass auch im Mund sozusagen gut funktioniert. Also ich glaube, Erstmal gucken, wie ausgehärtet das Ganze ist. Ich meine, gut 2 Stunden, so lange können wir jetzt leider nicht warten. Das ist noch weich. Ja, na gut, das ist jetzt einfach zu früh, da steht ja 2 Stunden. Ja. Ich hatte es nicht mal angefasst, ich habe trotzdem das Zeug an den Händen. Ja, bei mir klebt es auch nochmal kräftig. Aber es stinkt halt auch, aber... Ja, es riecht übelst krass nach Eugenol. Aber eigentlich muss man sagen, wir haben ja schon viele Produkte so getestet und aus meiner Sicht eigentlich das Beste bisher. Das Sinnvollste, sagen wir es mal so. Ja, trotzdem ersetzt sowas natürlich nie einen Zahnarzt, aber wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel sitzen würde, mir ist gerade eine Füllung rausgefallen und muss das überbrücken, bis ich wieder irgendwie an Land bin, um einen Zahnarzt aufzusuchen, kann ich mir schon vorstellen. Oh, ich denke aber auch, wenn ihr im Urlaub seid und ihr habt zum Beispiel, könnte ja auch sein, ihr seid gerade in zahnärztlicher Behandlung und tragt derzeit noch Provisorien. Was Provisorien sind, haben wir auch schon mal in einem anderen Video besprochen. Falls ihr das nicht gesehen habt, guckt es euch gerne nochmal an. Aber das wären sozusagen diese Übergangslösung, die ihr, bevor ihr die richtigen Kronen oder was auch immer für einen Zahnersatz bekommt, diese provisorischen Kronen für diese Überbrückungszeit. Und da ist es schon nicht unüblich, dass man die auch mal verliert. Und wenn man da sozusagen jetzt, also wenn man natürlich im Urlaub ist, wenn man zu Hause ist und sein oder seine Zahnärztin quasi verfügbar ist, kann man natürlich dorthin gehen, klar. Aber wenn ihr in der Zeit irgendwie im Urlaub seid, ich meine, das ist so ein Mini-Döschen, 8 Euro oder 10 oder was das kostet. Was jetzt natürlich nicht mit, schon okay. Was wir nicht mit beurteilen können, ist, wie fest das Ganze wird. Ne? Also jetzt so vom Anwenden und Aufspachteln würden wir erstmal sagen, vermutlich funktioniert es. Ja. Aber wir haben es jetzt natürlich nicht 2 Stunden aushärten lassen. Das ist noch sehr weich. So, ihr seht mich jetzt hier wieder mit unserem kleinen Zahnmodell. Wir haben gerade schon unser Fazit abgegeben zu dem provisorischen Füllungsmaterial. Das ist eigentlich ganz positiv ausgefallen. Ich bin jetzt selbst überrascht. Es ist 3 Stunden später und ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut, damit ich auch ganz sicher sein kann, dass diese provisorische Füllung in eurem Mund aushärtet. Und leider ist es nicht der Fall. Also das Material ist nicht ausgehärtet. Das ist natürlich ein ganz negativer Aspekt. Wenn ihr so ein klebriges Material in eurem Zahn habt, dann wird es den Zahn halt niemals richtig verschließen. Und vermutlich kommt es auch relativ schnell wieder raus. Ich würde euch gleich mal zeigen, wie weich das Ganze noch geblieben ist. Wir haben eine kleine Anmerkung, und zwar ist das Ganze nicht unter klinischen Bedingungen getestet. Die Füllung ist ja nicht in meinem Mund. Es kann sein, dass sich mit der Feuchtigkeit das Ganze nochmal verändert, dass der Wirkstoff mit Feuchtigkeit eher aushärtet. Das weiß ich nicht, aber in unserem Zahnmodell hat es leider nicht getan. Und das verändert das Fazit doch nochmal deutlich. Also müsste man aufpassen, was man dort in seinen Zahn gibt. Und es macht nur Sinn, wenn es komplett hart wird. Aber auch hier, vielleicht habt ihr es ja schon getestet und wenn es bei euch hart geworden ist im Mund, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich glaube, ihr habt gesehen, wie weich das Ganze ist. Ja, noch richtig cremig. Das hat sich wirklich überhaupt gar nichts getan. Also, wie gesagt, schwieriges Produkt. Nicht so einfach, das Ganze unter diesen Bedingungen hier zu testen. Aber müsst ihr für euch selbst entscheiden. Vielleicht in absoluten Notfallsituationen dann doch mal irgendwie. Ansonsten freuen wir uns weiterhin über Anregungen zu anderen Themen und anderen Dingen, die wir für euch testen. Und bis dahin, alles Gute!